So, wir wollen heute einen Privatpatienten aufnehmen und zwar steht vor uns Heidi Mustermann. Wir fragen Frau Mustermann, ob sie eine Versichertenkarte habe, denn viele Privatpatienten haben eine Versichertenkarte. Falls sie die hat, lesen wir die Versichertenkarte einfach im Kartengerät ein. Da erfahren wir dann die ganzen Daten. Falls sie die nicht hat, bekommt Frau Mustermann, so wie jeder neue Patient, den Anamnesebogen zum Ausfüllen. Den findet ihr auch vorne an der Anmeldung. Wenn dieser dann von Frau Mustermann ausgefüllt zurückgegeben wird, dann können wir anfangen. Und zwar hier oben klicken wir auf Patient hinzufügen. Dann öffnet DarmSoft uns das neue Fenster und wie wir sehen, können wir jetzt hier die Daten von Frau Mustermann, die wir auf dem Anamnesebogen finden, eintragen. Wir machen erstmal hier Frau, dann den Nachnamen, haben wir Mustermann, Vornamen Heidi. Hier müsst ihr beim Geburtsdatum genau drauf aufpassen, dass ihr hier vorne seid, damit ihr die Daten wirklich gut eintragen könnt, weil sonst passiert das, das zeige ich euch mal. Heidi hat am 13.04.1987 geboren und wie ihr seht, macht DarmSoft uns da Kokolores. Wenn wir jetzt aber hier vorne mit dem Cursor hingehen und nochmal 13.04.1987 eingeben, haben wir das richtige Geburtsdatum. Straße, wohnt sie in der Mustermannstraße 13 in 12345 Berlin. Und bei der Telefonnummer, da müsst ihr darauf aufpassen. Viele Patienten schreiben den nicht auf den Anamnesebogen. Fragt den Patienten danach, weil wir müssen den Patienten erreichen können. Also auch immer aufpassen. Zahlendreher und so dürfen hier bei der Telefonnummer nicht vorkommen. Sonst können wir den Patienten im Nachhinein nicht mehr erreichen und auf dem Postweg ist das sehr schwierig. Dann gehen wir auf MFRP, wählen hier an, klicken auf Privat, dann werden die ganzen Daten hier rübergenommen. Und jetzt müssen wir noch die Krankenkasse auswählen, bei der Frau Heidi Mustermann versichert ist. Dafür klicken wir hier. Und Frau Heidi Mustermann ist bei der DBK versichert. Und auf Übernehmen und wir haben Frau Mustermann angelegt. Damit